Hey, mein Name ist Elias Fischer und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du innere Leere und ein Fehlen von Lebendigkeit überwinden kannst. Wenn wir uns innerlich leer fühlen, dann liegt es sehr oft daran, dass wir mit der Aufmerksamkeit nicht wirklich bei uns selbst sind. Und unsere Wahrnehmung ist einseitig. Was bedeutet das? Wenn wir uns selbst wahrnehmen, gibt es verschiedene Ebenen, die wir wahrnehmen können. Die oberste ist der Verstand mit dem Denken. Ja, hier befinden sich die meisten Menschen. Sie befinden sich nur oder hauptsächlich zu 99% im Zustand des Denkens. Das ist teilweise eine Gewohnheit, teilweise ist es eine Charakterfixierung und teilweise ist es einfach nur eine Prägung, die wir überwinden können. So, wenn ich also jeden Tag die Hauptzeit des Tages mit Denken verbringe, brauche ich mich nicht wundern, dass ich mich innerlich leer fühle oder tot oder unlebendig. Ja, weil das ist kein Prozess, der zu Lebendigkeit führt. Was ist eigentlich Lebendigkeit? Da müssen wir schon eine Ebene tiefer, nämlich auf die Ebene des Körpers. Und hier haben wir das Spüren. Ja? Wir können also die Wahrnehmung von den Gedanken verlagern auf den Körper. Was bedeutet das? Wir können den Fluss des Atems wahrnehmen, was ein Teil vieler Meditationstechniken ist, weil der Atem fließt durch den Körper. Und wenn ich den Atem wahrnehme, nehme ich im gleichen Moment auch meinen Körper wahr. Ich kann aber auch in jedes Körperteil hineinspüren. Wie zum Beispiel, ich nehme die rechte Hand vor meinen Körper und schließe die Augen und versuche einfach nur diese Hand zu spüren, die jetzt keinen Kontakt zu einem äußeren Gegenstand hat, auch nicht zu mir selbst. Also, dass die nirgendwo aufliegt, auf meinem Fuß oder so. Oder auf meiner Brust, sondern die ist, schwebt frei. Und dann versuch mal, die Umrisse dieser Hand zu spüren. In diese Hand hinein zu spüren. Bleib mit der Aufmerksamkeit die ganze Zeit bei der Hand, bis du die Lebendigkeit spüren kannst. Das heißt, da ist vielleicht Wärme, da ist ein Vibrieren, da ist ein Kribbeln, was du nach einer gewissen Zeit wahrnehmen kannst. Und dieses Kribbeln und das Fließen von Wärme ist die Lebensenergie in deinem Körper. Und mit dem Wahrnehmen dieser Lebensenergie im Körper, die durch deinen ganzen Körper auch fließt, verlässt du eben die erste oberflächliche Ebene des Denkens und trittst in die Ebene des Spürens ein. Also hier wird alles viel langsamer und ruhiger, weil du nicht mehr im Modus des ständigen Denkens bist. Ja, die Gedanken flitzen hin und her, aber hier tritt dann Ruhe ein. Denn wenn du in der Wahrnehmung des Körpers bist, ja, dann kannst du nicht gleichzeitig auch denken. Du kannst vielleicht immer wieder hochgehen in die Ebene des Denkens, und wenn du dann diese Übung ernst nehmen möchtest, würdest du dich wieder erinnern an das Spüren des Körpers. So wie du das mit dieser Hand gemacht hast, kannst du das mit jedem Körperteil machen. Einfach die Aufmerksamkeit verlagern und mit der Aufmerksamkeit im Körper bleiben. Und du kannst auch mit dem Atem anfangen, den Fluss des Atems wahrnehmen. Wenn du aber diese Lebensenergie spüren möchtest, beginne mit einer bestimmten Stelle. Der Bauch eignet sich zum Beispiel auch sehr gut dafür. Das ist das Zentrum der Gefühle. Und bleib mit der Aufmerksamkeit im Bauch für eine gewisse Zeit, bis du dort auch Wärme spürst. Wenn die innere Leere da ist und du dich nicht lebendig spürst, dann dauert das eine Zeit. Das ist einfach eine Gewohnheit. Wir sind also so stark im Kopf, dass wir alles, was hier drunter kommt, gar nicht mehr richtig wahrnehmen können.
Das braucht dann eine Zeit. Wir brauchen das als Gewohnheit. Deswegen ist es auch ein fundamentaler Teil meiner Arbeit, die Verbindung zum Körper herzustellen und die Wahrnehmung auf den Körper mit zu verlagern. Die dritte Ebene, auf die wir unser Bewusstsein ausdehnen können, ist die Ebene der Gefühle. Und hier haben wir das Fühlen. Du merkst also schon, dass ich sprachlich hier differenziere zwischen Spüren und Fühlen, um ganz klar zu unterscheiden, dass die Gefühle in erster Linie nichts mit dem Körper zu tun haben. Ja, die Gefühle haben einen separaten Gefühlskörper, der befindet sich in der Aura um den Körper herum. Was aber passiert ist, dass die Gefühle in Wechselwirkung stehen auch zum Körper. Das heißt, mit dem Gefühl gehen auch Körperempfindungen einher. Ja, mit einer Wut. Wut ist ein Gefühl, ist ein sehr starkes Gefühl, was wir sehr leicht auch im Körper wahrnehmen können, in Form eines Kochens, einer Hitze, eine kochende Hitze im Bauch. Ja? Und diese kochende Hitze ist die Körperempfindung und das Gefühl ist die Wut. So, wenn wir jetzt also lernen, unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf den Körper auszudehnen, weil der Körper auch die Brücke zu den Gefühlen ist, sondern auch uns dem Reich der Gefühle widmen, dann entsteht die innere Lebendigkeit und Vollständigkeit. Ja, was ist ein Leben ohne Gefühle? Was macht ein Leben erst so richtig lebendig und spannend? Es sind einfach die Gefühle, und zwar alle Gefühle. Das Leben wird erst so richtig lebenswert, wenn wir in der Lage sind, auch alle Gefühle zuzulassen und auch die Körperempfindungen zu den Gefühlen spüren können. Ja, wir brauchen also einen lebendigen Körper. Und deswegen biete ich auch Workshops an, auf denen du lernst, wie du deinen Körper lösen kannst, wie du die Verspannungen in deinem Körper lösen kannst, wie du die Verbindung zu deinem Körper stärken kannst, wie du deinen Körper beleben kannst, ja, um hier dann auch einen tieferen Kontakt zu deinen Gefühlen zu haben. Und diese beiden Ebenen, die machen dein menschliches Erleben vollständig. Die sorgen dafür, dass du dich lebendig fühlst und damit verschwindet auch die innere Leere. Ja, mit dem Wahrnehmen des Körpers wirst du lebendig und mit dem Fühlen der Gefühle noch lebendiger. Und dann spürst du ja auch den Inhalt deines Körpers. Ja? Du spürst die Lebensenergie, wie sie durch deinen Körper fließt und damit bist du auch im gleichen Moment nicht mehr mit der inneren Leere konfrontiert. Das fühlt sich nicht mehr leer an, was unter deiner Haut ist. Genauso auch Gefühle von innerer Leere. Ja? Einerseits kann sich der Körper unlebendig anfühlen, aber auch ein Gefühl von Leere, von Minderwertigkeit, von Verlorensein. Ja, das kann auch da sein, indem du dieses Gefühl da sein lässt, und das einfach nur ausfühlst, stellt sich gleichermaßen auch die Lebendigkeit und Vervollständigung ein, wie auch der liebevolle Kontakt zu dir selbst. Das ist also fundamental wichtig, dass du die Aufmerksamkeit immer wieder auf den Körper lenkst, lernst, deinen Körper wahrzunehmen und die Gefühle zu fühlen. Wenn du Unterstützung auf diesem Weg brauchst, wenn du hilfreiche Methoden und Werkzeuge lernen möchtest, komm gerne auf die Events. Diese findest du unter eliasfischer.de/events. Und wenn du an einer tieferen Zusammenarbeit interessiert bist, um wirklich größere Schritte deines Wachstums noch zu machen, melde dich auf der Webseite auch für ein Erstgespräch. Ich freue mich auf dich und wünsche dir alles Liebe, alles Gute.